Der österreichische Goldene Herbst wurde feierlich im Machfelderhof eröffnet. Und da staunten die Deutschwagerer nicht schlecht, als nicht nur wie üblich die Promis erwartungsvoll zum Machfelderhof eilten, sondern auch noch eine stattliche Anzahl an Ordensbrüdern samt Damen in historischen Ordensinsignien auftauchten. Herzlich willkommen zur traditionellen festlichen Eröffnung des Goldenen Herbstes mit der Machfelder Damenkapelle. Danke euch schön. Der Goldene Herbst ist die Zeit der Reife, der Früchte, des Weines, des Gemüses, Wildschwein, Kürbis, Wildbret. Eine reiche Zeit. Besonders für die Küche und Keller eine wunderbare Herausforderung an jeden Küchenchef, der das Beste daraus zu verwenden und zur höchsten Blüte führen wird. Herzlich willkommen alle Mitglieder der Chaine de Rôtisseurs, eine Zunft von alter Tradition. Chaine de Rôtisseurs ist der älteste Feinschmecker-Club der Welt. Herzlich willkommen heute hier im Machfelderhof. Das Ganze, die Chaine de Rôtisseurs, ist eine Vereinigung von Feinschmeckern, das heißt, zergliedert sich auf Professionelle, also das sind Köche und Service, und die Non-Professionellen, das sind die, die es konsumieren. Das sind die Gäste, sind also Gäste, die eine Liebe haben zum Essen und Trinken und eine Freude haben an den Veranstaltungen. Und da organisiert auf der ganzen Welt die Chaine de Rôtisseurs, wir sagen Chapitre oder Diner Amico, also Freundesessen, oder Chapitre, große internationale Veranstaltungen, wo ein Programm ist und man Dinge sieht und Lokale sieht, die man normalerweise nie zu besehen bekommt. Ich habe das erlebt in Rom und in Mailand und in Frankreich und so weiter. Und das kommen immer lauter Leute zusammen. Alle haben, der Sinn und Zweck ist die Geselligkeit, der Kontakt, das gegenseitige Einladen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich bei den Chapiter einen Bailli, das ist also immer der Landeshauptmann sozusagen, wenn ich den treffe aus Hongkong oder Singapur, sage ich den Anruf, so ich komme dorthin, dann macht er etwas für mich. So machen wir das auch, wenn jemand nach Wien kommt. Also wir helfen, organisieren und bringen die Leute zusammen. Und das Schöne ist, alle haben den gleichen Sinn. Sie essen gerne, trinken gerne, sind gesellig. Und da wird also nicht differenziert, wer wie viel verdient oder wer was alles kann, sondern es ist einfach eine Bruderschaft, wie man so schön sagt. Kann man sagen, die Bruderschaft des feinen Gaumens? Ja, kann man sagen, des feinen Gaumens, ja. Das unterscheidet natürlich den Gourmet vom Gourmand. Ja, es sind eher Gourmets, nicht Gourmand. Nein, es wird, obwohl man sagen kann, letztlich begonnen hat es ja mit der Spießbrüderschaft, da wurde schon gourmandmäßig konsumiert. Da ging es schon um die Menge, nicht der Geselligkeit. Aber es ist schön, ich glaube, das Essen ist auch ein wichtiger Teil, die Geselligkeit, die wir als Gesellschaft absolut brauchen. Absolut, ja. Essen und Trinken sind die schönsten drei Dinge des Lebens. Nicht nur notwendig, sondern auch ein Kult. Absolut, und da kann man auch etwas daraus machen. Also liegt ja schon daran, in welcher Freude das Menü zubereitet wird, wie kreativ die Küche ist, wie der Service funktioniert, wie die Freude am Porzellan und so weiter. Das sind alles viele Kleinigkeiten, die versuchen wir hochzuhalten und doch im Speziellen zu bleiben und nicht so zu vereinheitlichen. Leider geht ja sehr viel von der Kultur verloren. Es fängt ja schon an beim Tischgedeck. Heute gibt es immer die Läufer auf blanken Tisch und das in Luxusrestaurants, was einfach schade ist von meiner Warte. Ich bin einer von der Oldies sozusagen, ja? Aber ich sehe viele Dinge halt noch sehr, sehr konservativ und meine Enkeln haben auch wieder Freude daran, aber dazwischendurch wird heute ganz ein anderes. Ich schätze mal, es wird vielleicht wieder die Renaissance erleben. Ja, es muss ja werden. Es ist ja immer ein Kommen und ein Gehen, eine Veränderung da. Das hängt von dem gesamten Weltgeschehen, von der Konjunktur, von vielen Dingen ab. Ja. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und wünsche noch guten Appetit. Danke. Freude gemacht. Danke. Sehr lieb. Dankeschön. Wie er weiß,
ein fantastisches Fest heute, ein Gourmetfest, kann man sagen. Ja, so ist es auch gedacht. Es ist immer der bedeutendste Feinschmecker-Orden der Welt heute zu Gast. Den gibt es in, glaube ich, 150 Ländern oder noch mehr. Und es sind lauter erpichte Feinschmecker, die große Reisen machen, nur der Kulinarik wegen. Die Leute fahren extra nach San Francisco, um in einem tollen Restaurant zu sein und so. Und es ist für mich natürlich eine Freude und eine Ehre, sowas durchzuführen. Und wir haben uns natürlich einiges einfallen lassen, um den Herbst in seinen schönsten kulinarischen Farben zu schildern. Und heute sowieso mit Kulinarik und wunderbaren Klängen, musikalischen Klängen. So soll es sein. Mark Felderhof versucht immer, alle Sinne anzusprechen. Nicht nur Essen und Trinken, sondern noch ein bisschen mehr. Der Mensch hat ja noch mehr Sinne. Und die wollen wir stimulieren. Also ein wichtiger Stützpunkt der Gourmet-Vereinigung ist natürlich der Mark Felderhof. Ich bin seit 40 oder 50 Jahren auch bei diesem Orden und bin stolz dabei zu sein und gebe mir Mühe, ein einigermaßen würdiger Ordensbruder dabei zu sein. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und es ist wieder mal ein wunderbares Fest. Danke, höre ich gern, danke. Tut danke. Gut, danke. Von den Gaumenfreuden zu den Kultur, zur Kunst, auch ein Gourmet? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe gutes Essen, natürlich in Begleitung eines guten Weins, sonst schmeckt ja weder das eine noch das andere so gut. Also bin eine Fanatikerin, ich koche gerne und ich esse gerne. Und ich glaube, es ist auch eine wunderbare Symbiose, die Violine, die Geige und ein gutes Essen. Ja, gleichzeitig geht leider gar nicht. Aber ja, ich denke, das Motto im Leben sollte viel mehr genießen sein. Und man kann Kultur genießen, man kann, wie gesagt, Essen und guten Wein genießen. Ja, es gibt vieles zu genießen. Ja, und wenn ich mir so anschaue, die Vorführung mit der Geige, und das ist ja eigentlich Temperament pur. Ja, ich spiele nur Musik, die ich sehr gerne mag und die lebe ich auch. Und ich finde, Musik ist eigentlich schade, die keine Emotionen hervorruft. Und Musik sollte sehr viel glücklich machen. Und wenn sie mal melancholisch ist, dann sollte es auch daraus eigentlich wieder Glück entstehen können. Und selbst auch, also spürt man das auch, wenn man selbst ein bisschen eher bedrückt ist, spielt man da anders? Oder? Also ich muss sagen, für mich ist meine Musik eigentlich ein Allheilmittel. Ganz egal, was in meinem Leben gerade passiert. Wenn es schön ist, ist es eh gut. Aber auch wenn mal vielleicht keine so tolle Phase ist, der Moment, wo ich auf der Bühne stehe, meine Geige in der Hand habe, ist die Welt in Ordnung für mich. Und wenn man die Musik käuflich erwerben wird, kann man das, Will? Ja, es gibt 3 CDs von uns, die kann man unter www.barbarahelfgott.com bestellen. Und ja, oder mir ganz einfach über Facebook, Instagram eine kurze Nachricht schicken, dann kümmere ich mich selber drum. Wunderbar, dann sage ich schon recht herzlichen Dank und es war wiederum eine wunderbare Darbietung. Es hat mich gefreut, Dankeschön. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir jetzt zum Abschluss unseres Oskar Strauß und Franz Lehrprogramms heute kommen,
möchte ich vielleicht doch noch ein paar persönliche Dinge, private Dinge über die beiden Künstler sagen. Wir haben jetzt eigentlich nur ihre Operetten und ihr Schaffen, ihren internationalen Erfolg in den Vordergrund gestellt. Wie hat eigentlich das Privatleben ausgeschaut? Oskar Strauss hatte zwei Ehefrauen hintereinander. Also erste Ehe ging schief und ein zweites Mal geheiratet. Aus diesen beiden Ehen entstammen insgesamt 4 Kinder. Franz Leher war sehr glücklich verheiratet mit einer einzigen Frau, aber es sind aus dieser Ehe keine Kinder gekommen, also von Franz Leher gibt es keine Nachfahren. Von Oskar Strauss gibt es noch Nachfahren. Ich habe gestern noch mit der Enkelin telefoniert, die Dame ist im 98. Lebensjahr, hat sich leider das Bein verletzt und konnte heute leider nicht bei uns sein. Es tut mir sehr, sehr leid. Sie hat mich gestern noch angerufen, es sehr, sehr bedauert. Ich habe sie lieber, mich bemühen, ihren Großvater gut zu vertreten. Und wiederum herrlich. Wunderbare Musik, wunderbare Zusammenstellung und was mich immer fasziniert, einfach diese Exkursion in die Operettenwelt, in die glitzernde Operettenwelt, in das Leben der damaligen Zeit und auch diese Walzerklänge, das kommt einfach toll rüber. Es freut mich sehr, wenn es dem Publikum gefällt und ich glaube, es hat heute wieder mal den Beweis geliefert, diese Veranstaltung, dass das Publikum diese Operette weiterhin liebt und schätzt und auch hören möchte. Operetten und Strauss überhaupt ist etwas Zeitloses, habe ich das Gefühl. Man hört es immer wieder gerne und ich glaube, es erlebt auch immer wieder eine Renaissance. Alles, was Qualität hat, ist zeitlos. Und darum wird es auch immer wieder eine Renaissance erleben. Natürlich wird es verschieden interpretiert. Wir erleben jetzt eine Phase, wo man vor allem, was die Inszenierungen anbelangt, versucht, alles zu modernisieren und neu zu interpretieren. Es wird vielleicht eine andere Zeit wieder mal kommen, wo eine rückläufige Tendenz ist. Aber wichtig ist, dass man diese großartige Musik, und wir dürfen nicht vergessen, dass das erstklassige Komponisten waren, nur weil sie also eingängige Melodien geschrieben haben, darf man nicht glauben, dass diese Komponisten vielleicht Komponisten zweiter Klasse gewesen, absolut nicht, dass diese großartigen Komponisten und ihre Werke weiter gespielt und gepflegt werden. Es darf keinen Bruch in der Tradition geben. Es muss von Generation zu Generation weitergegeben werden. Dann wird dieses Oeuvre, diese Welt der Operette auch weiter lebendig bleiben können. Doch wie man dann mit mir verliebt, so elegant und sehr geziert, wohl keiner sich da denken muss. Ich glaube auch, dass Operette ein schweres Genre ist. Man muss ja nicht nur gut singen können, perfekt singen können, sondern auch als Schauspieler ist man gefragt. Es gibt, und es wird Ihnen jeder große Dirigent, jeder große Sänger bestätigen können, nichts Schwierigeres als Operette. Für einen Dirigenten besteht die Schwierigkeit darin, dass, überspitzt formuliert, aber es stimmt fast, jeder Takt anders ist. Es ist kein Takt wie der andere. Sie haben dieses leichte Anziehen im Tempo, dann etwas wieder zurückgehen, wieder neu beginnen. Das belebt das Ganze. Und das, wenn das organisch und authentisch interpretiert wird vom Dirigenten, dann spürt das auch das Publikum und dann kommt es in diesen fast Rausch hinein, diese Begeisterung.
Und für die Darsteller auf der Bühne ist es insofern sehr, sehr schwer, sie müssen singen können. Die Operetten sind auf Effekt komponiert. Sie berücksichtigen nicht die Schwierigkeiten, die Melodien oft für eine Stimme darstellen. Also ein Mozart ist viel organischer für die Stimme geschrieben als eine Operette. Das haben die Operettenkomponisten auch gewusst. Aber das macht auch den Erfolg der Melodien aus, dieses Hoch und Tief und diese ganzen Effekte. Und das macht es also sehr schwer sängerisch. Und gleichzeitig, wenn sie die Operette schön singen, perfekt singen, wie eine tolle Opernarie, haben sie noch lange keinen Erfolg. Es gehört präsentiert. Sie müssen das fühlen, was sie singen, und mimisch und gestisch auch rüberbringen. Und da gehört vor allem bei der Operette sehr viel Charme, auch ein Schuss Erotik dazu. Und oft haben Sänger, die gar nicht technisch so perfekt sind, aber eben diese Ausstrahlung haben, dieses Faszinosum für das Publikum, viel einen größeren Erfolg als vielleicht der tollste Operntenor. Das erfordert die Operette. Ein bisschen tanzen sollte man auch können. Und sogar der Tenor und die Diva müssen in der Lage sein, auch Pointen zu setzen und ein bisschen Komik auf die Bühne zu zaubern. Und das ist etwas sehr, sehr Schwieriges, und das findet man leider heutzutage immer seltener. Links, das ist praktisch allerdings. Leichter trägt man solchen los, lebt dabei von uns. Also eine bessere Fürsprache für die Weltoperette kann man, glaube ich, gar nicht mehr machen. Ich sage schon recht herzlichen Dank, und wir freuen uns schon auf das nächste Treffen. Danke herzlichst. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das Studium der Weiber ist schwer, fällt uns Männern verteufelt auch her. Niemals kennt doch an Seele und Leib man das Weib. Mädchen sagt, Mädchen acht, blondes Haar, mit dem treuesten Blau einem Mann. Ob sie schwarz oder rot oder blond sind gefärbt, ist egal, man wird noch gegönnt. Ausherr auf den großartigen Patron. Thank you.